Lieben und Freunde, die Ampel hat auf die Krisen unserer Zeit keine Antwort. Während ein paar wenige riesige Gewinne machen, sieht sie tatenlos zu, wie Millionen Menschen sozial abrutschen. Wir dürfen den Protest nicht anderen überlassen. Wir brauchen den Protest von links. Ein Jahr nach der Bundestagswahl steht Deutschland vor der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Millionen Bürgerinnen und Bürger und hunderttausende Unternehmen bekommen Horrorrechnungen ins Haus. Die Politik der Ampelkoalition hat die Probleme nicht gelindert, sie hat sie vielfach verschärft. Das belegt auch der Vergleich mit anderen EU-Staaten. Von der selbsternannten Fortschrittskoalition zu einer Regierung, die für sozialen Abstieg und Verarmung steht. Man muss hier mal ganz deutlich sagen, sie ist eine der schlechtesten Bundesregierungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Um nochmal zu zitieren, sie ist sogar die dümmste Bundesregierung in ganz Europa. Daran ändert sich auch nicht die Rücknahme der Gasumlage und das Besprechen eines vagen Gaspreisdeckels. Die 200 Milliarden Euro werden größtenteils für die offenen Rechnungen von Uniper und Co. benötigt. Allein das Volumen der Gasumlage sollte 34 Milliarden Euro betragen. Diese Mittel sind da drin. Wie hoch der Gaspreis aber künftig sein soll, wissen die Bürger noch lange nicht. Man muss auch dazu noch mal sagen, es ist der sinnlose Sanktionskrieg, der uns mehr schadet als Putin und der an dem Leid der Menschen in Ukraine nicht das Geringste ändert. Aus diesem Grunde gehen wir auf die Straße. Wir protestieren. Wir protestieren, weil wir im Winter nicht frieren wollen, sondern Frieden. Weil wir nicht im Dunkeln sitzen wollen, sondern wieder Perspektiven haben wollen. Deshalb beteiligt euch an den Protesten. Es geht um unser Leben. Kamen die Pläne auf den Tisch. Für Privathaushalte und Gewerbetreibende soll die Kilowattstunde 12 Cent kosten. Das ist exakt doppelt so viel, wie ich bei den Stadtwerken Essen bis zum 1. Oktober bezahlt habe. Ist das eine Gaspreisbremse? Das ist Heuchelei und Lüge. Gleichzeitig soll die Industrie einen Satz von 7 Cent für die Kilowattstunde kriegen. Und wer bezahlt das? Das bezahlen wir alle mit unseren Steuern. Das heißt, wir bezahlen die nicht vorhandene Gaspreisbremse für uns und wir bezahlen die Subventionierung der Kapitalisten. Das muss enden. Deswegen sagen wir, stoppt den Wirtschaftskrieg, stoppt die Hochrüstung, stoppt Waffenlieferungen, raus aus der NATO, NATO raus aus Deutschland. Danke.